Aloha, meine Lieben, und willkommen zur Episode 6 von präsentiert von Celine aka Queen Nerdy Dala. So, wir sind jetzt, nachdem ich hier gerade wie ein Genius diese Wippe, das Wippenrätsel gelöst habe. Sorry. Sind wir jetzt hier im oberen Teil, der uns vorher verwehrt geblieben ist, weil das. So, es gibt hier nur eine Tür. Hier gehen wir jetzt durch. Es ist semi-dunkel dahinter. Semi-dunkel, da kann ich mit leben. Mit komplett dunkel kann ich nicht so gut leben. Alright. Ich mache jetzt mal die Taschenlampe aus. Wir dürfen ja die Gegner nicht anstrahlen. Ich frage mich auch... Oh Gott, wo guckt man jetzt zuerst hin? Okay. Ach so, da ist Sackgas. Nein, Sackgasse. Was soll ich jetzt sagen? Ich weiß nicht, ob es nur ein Gegner war, der hier quasi seine kompletten Runden durchs Museum zieht. Oder ob es mehrere von denen gibt. Weil ich meine, der, den wir gerade gesehen haben, in dem Raum mit den ganzen Schaukästen, so sah auch der in Dämonologie aus. Ich weiß aber nicht, also ich habe den nicht so ganz... Oh Gott. Warum zum Teufel wird es da hinten so... dunkel. Warum? Das macht überhaupt keinen Sinn. Dieses Gebäude ist sehr komisch konstruiert. Diese ganzen Beschreibungen können wir uns nicht angucken. Oh Gott, wo kommen wir denn jetzt hin? Hä? Wo sind wir denn jetzt? Okay, das ist hier wieder irgendein Aufzug. Den ich aber noch nicht benutzen kann. Ist hier irgendwie wieder so ein Räumchen hinter? Kann ich auch nicht anwählen. Oh, da liegt eine Note. Oh, und ein Schlüssel. Okay, erstmal die Note lesen. Professor Walker's Diary. 24th December 1908. Weihnachten, Heiligabend. I took the crystal shard down into the storage area in the basement where it could be hidden. On the way, I discovered a loose brick in the wall. There appears to be a sizable hollowed-out passage behind it. Stranger still, the shard glows and resonates wildly as it approaches. Could the shard be somehow linked to this location? What does it all mean? I must see what is behind the wall. Oh mein Gott, okay. Er wollte den Kristall, weil er ja immer noch davon ausgeht, dass irgendein verrückter Killer den umbringen will. Und deswegen möchte er den Kristall in Sicherheit bringen und wollte den in den Lagerbereich im Keller bringen. Auf dem Weg dorthin hat er einen losen Backstein entdeckt in der Wand und dann und dahinter ist eine relativ gut ausgehöhlte Passage hinter. Der Kristall hat auf einmal angefangen zu leuchten und jetzt fragt er sich, ob der Kristall irgendwas mit diesem Museum oder mit diesem Ort hier zu tun hat. Und er möchte gerne hinter der Sache auf den Grund gehen und in das Loch in der Wand klettern. Planetarium Key, okay. Ich schätze mal, wir dürfen unserem total cleveren Onkel hinterhergehen und in irgendwelche Wände jetzt reinkriechen und keine Ahnung, was uns da erwartet. Shizzle McHausen, okay, ja. Runter kann ich nicht, ich kann nur hoch. Oh. Oh, nee, da möchte ich aber gar nicht hin, glaube ich. Stopp das, bevor wir da in was auch immer das ist. Achso, das wird wahrscheinlich der Mond oder sowas sein, ne? Ich
dachte, das sah aus wie Lava von unten, aber kann ja keine Lava sein. Wir sind ja hier nicht bei Minecraft. So. Oh, das sieht aber schön aus. Okay, Planetarium. Sehr schön. Wie viele Möglichkeiten gehen hier ab? 3. Dann gehen wir erstmal dahin, wo es hell ist. Ah, guck mal, da sind die Tierkreiszeichen. Ich kenne mich ja mit Astrologie nicht so wirklich aus. Ich könnte euch jetzt nicht sagen. Das könnte Krebs sein. Kann ich das heranzoomen? Nö. Egal. Oder auch der große Wagen und sowas. Alles so Sternbilder, keine Ahnung. Wieso renne ich eigentlich so? Mich bescheuert? Oh Gott. Lampe, Lampe, Lampe. Dun, dun. Okay, gehen wir erstmal in diesen Raum und schauen mal, was das hier für eine Gerätschaft ist. Ach, das ist ein Riesenteleskop, okay. Was kann ich damit machen? Ah, guck. Ach, das hat bestimmt gleich noch eine Bewandtnis. In welcher Reihenfolge oder so? Ist das Fisch vielleicht? Löwe? Was auch immer. Das könnte Krebs sein. Keine Ahnung, was das ist. Naja. Okay, das sagt uns jetzt noch nichts. Aber wahrscheinlich brauchen wir das gleich. Boah, meine Hände sind nass geschwitzt. Wirklich Wahnsinn. Ich meine, das ist alles... Viele Bereiche sind halt Copy und... 100? Oh Gott, sagt uns, muss jetzt das auch noch was sagen? 100, ist das die einzige Zahl hier an der Wand? Oi, Schissel. 100. Alright. Was für eine Raumverschwendung. Guck mal, hier kriegst du 15 Studentenwohnungen rein. Alleine nur in diesen Durchgangsbereich hier. Okay, das wird einfach die Außentür zum... Aber man kann ja mal probieren, ne? Kann ich da durchlinsen? Nein. Ich glaube, ich möchte da auch überhaupt nicht durchlinsen, ehrlich gesagt. Okay. Oh, okay. Ah, ja. Okay, erstmal Notes lesen. Orion is the key. Ja. Woher weiß ich denn, wer Orion ist? Das ist jetzt wahrscheinlich totale Bildungsglück, aber... 4th January 1909. Dear Rupert. I have acquired the explosive you asked for from Bela. As expected, she was reluctant at first, but she yielded once I explained your purpose, our purpose. She expressed an interest in joining us, and I told her that she could. I hope you don't mind, but I feel it was the only way to conceive her to help. I've left the explosive with one of our servants, who was instructed to place them in the storage cupboard in the anticipation for tomorrow's exhibition. I brought a few spare sticks should we encounter other obstacles once inside. Best wishes, John. Ich tue mich heute etwas schwer mit dem Lesen, weil ich sitze weiter weg vom Bildschirm und das ist super klein. Und ja. Okay. So, jetzt beruhige ich mich wieder. Okay, der John schreibt an Rupert einen Brief, dass der Dynamit besorgt hat, dass er von Bela Dynamit besorgt hat. Und erst wollte sie da nichts besorgen, aber dann, nachdem ihr erklärt wurde, für was es ist, hat sie doch nachgegeben und sie möchte gerne Teil der Sache sein. Left the explosive with one of the servants. Also der hat das Dynamit bei einem seiner Diener gelassen, der die Anweisung erhalten hat, die in den Storage Cupboard, also in den Lager Schrank zu packen. Und alles in Hinsicht auf den morgigen Ausflug. Was? Ich bin völlig verwirrt hier. Also, Orion ist die Key, haben wir hier gekriegt. Irgendwas mit einer Storage Unit. Chisel McDizzle. Okay, hier haben wir noch gar nichts.
Das werden wir. Okay, Orion wird uns wahrscheinlich irgendwas sagen hier. Das bringt ja gar nichts, das hier zu drehen. Okay. Orion ist the key. Jetzt müssen wir. Orion ist the key. Ja, aber Leute, wenn man sich jetzt hier nicht auskennt, mal ganz im Ernst. Ich meine, okay, da waren ja. Was? Wieso hat sich denn die Zahl jetzt geändert? Ach so, je nachdem, was ich hier angucke, oder was? Habe ich hier irgendwas gedrückt? Der rennt hier die ganze Zeit. Hilfe, Bug! Der rennt durch. Ich kann den nicht mehr aufhalten. So halte ich den auf. So ist rückwärts gehen. Jetzt. Ey, Moment mal. Was ist denn? Was habe ich? Habe ich jetzt irgendwie Feststelltaste oder so? Okay, jetzt ist er voll der Bug und der rennt hier die ganze Zeit. 275. Okay, was davon ist denn Orion? Ich drücke gar nichts. Er läuft einfach. Oh, das finde ich ja hammerscheiße, ey. Wenn ich jetzt hier irgendwann mal rückwärts gehen muss. Oder gehört das jetzt hier zum Spiel dazu? Okay, wir gehen jetzt einfach mal. Kann ich hier jetzt runterklatschen? Das ist ja wohl ein Witz. Tatsache. Ah, das ist. Ja, okay. Orion. Okay, das war jetzt wahrscheinlich gar nicht so gedacht. Ich hätte wahrscheinlich auf einem anderen Wege hier runter gemusst. Aber was ist denn das jetzt für ein Kack? Monoceros? Komm, wir bilden uns mal etwas weiter. Canis Major oder Major? Wieso läuft der denn jetzt kontinuierlich? Gemini, das ist Zwilling? Ja, wie auch immer. Kann ich hier irgendwo. Okay, das ist hier die einzige Möglichkeit. Also der Krebs da ist Orion. Oh Gott, ist das dunkel hier. Ich hätte ihn jetzt noch nicht mal. Ey, ich finde das total scheiße. Hör auf, die ganze Zeit zu gehen. Was ist das für ein Kack, Mann? Ey, ich finde sowas so doof. Ich will nicht so einen Bug haben. Ehrlich nicht. Ich kann auch gar nicht mehr rückwärts gehen. Also ich drücke nichts, ne? Nichts. Gar nichts. So, jetzt bewege ich die Maus. Ach, jetzt bin ich wieder hier oben. Okay. Alright. Orion ist the key. Haben wir den zufälligerweise vielleicht sogar schon ausgewählt? So, lauf, 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 lauf. Hä? Moment mal. Hatte. Ich finde es so doof. Ich finde es doof. Was soll das denn? Guck mal. Hört ihr das? Jetzt ist er vor der Wand gelaufen, oder was? Ich meine, ich gucke hier in das Mikroskop. Wie kann der Typ weiterlaufen? Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Okay, wir müssen Orion angucken. Und dann rausgehen. Ja. 075. Ich weiß es, ich weiß nicht, was der Scheiß hier soll. Ich habe auch nicht irgendwie Feststelltaste oder so. Keine Ahnung, was das soll hier. Ich finde es saublöd. 075 war das, ne? Ja, können wir das jetzt überhaupt einstellen, wenn er hier so hektisch. Ey, mal ganz im Ernst. Mal ganz im Ernst. Was? Oh,
Ich drücke jetzt auf rückwärts gehen die ganze Zeit. Sonst kann ich diesen Menschen nicht davon abhalten, mit dem Kopf vor die Wand zu klatschen. So, 0. 7. Boah, der ist aber auch hektisch. Komm, komm. Oh, oh, ein Schlüssel. Picked up Basement Key. You know it's all about that bass, no trouble, it's all about that bass. Nein. Hör auf zu laufen, bitte. Dude. Mach mich nie wahnsinnig hier. Basement Key. Nein, ich möchte nicht. War hier noch irgendwo? Nein, da war nichts mehr. Wo waren wir denn jetzt noch nicht drin? Ich glaube, wir sind hier gerade von rechts gekommen, ne? Und ich gehe mal eben. Ich will noch mal eben in diesen Bereich hier. Mal gucken, ob wir hier noch was sehen. Aber ich glaube, nichts, was von Bedeutung wäre, weil wir jetzt schon. Oh, einen Schlüssel haben. Ach so, das ist einfach nur die andere Variante, hier hochzukommen, glaube ich. Also, meine Taschenlampe bringt ja jetzt gerade mal nicht so viel, oder? Und vor allen Dingen klatsche ich hier gleich von dem. Nee, da war nichts mehr. Klatsche ich hier gleich von dem Aufzug runter. Weil der einfach jetzt die ganze Zeit geht. Das fände ich sehr uncool, muss ich sagen. Tatsache, der läuft einfach. Wenn ich ihn loslasse, dann läuft der. Oh wei, oh wei, oh wei. Ich werde gleich mal speichern nach der Aufnahme, rausgehen und wieder reingehen und hoffe, dass es dann wieder funktioniert. Basement Key? Achso, ich kann jetzt noch weiter runter. Hat sich hier irgendwas geändert? Nein, ne? Ist dann. Nee, okay, dann. Ja. Oh, wir wollen doch gar nicht ins Basement. Schalalalala. Oh, oh. Oh, nein. Oh! Okay, meine Lieben. Oh, weia. Was hier im Basement passiert, das erfahrt ihr in der nächsten Episode. Oh Gott. Oh Gott, ich drehe durch. Es gibt einen neuen Fakt. Wie gesagt, ich speichere gleich und hoffe dann, dass der Fehler behoben ist, weil das ist echt, echt Mist so. Ja. Fakt 64. Unnützes Wissen für Gamer. Mario hat einen Bart und eine Mütze, weil Shigeru Miyamoto es für zu schwer hielt, Haare und einen Mund auf so kleinem Platz darzustellen. Ha, interessant. Also manchmal sind es dann doch einfachere Gründe, als man denkt, warum etwas im bestimmten Bereich so designt wurde. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Aloha.